Aber ich sind eng Plo zu Lützeburg ginnet der Allioas enorm viel, mat kein App do géint machen. Poli do fir de Service de Prävention du Krim. Op Invitationioun, op Nofro kommen sie bei je schlächt, checken enkeit gebei, erweisen op bekannten Schwachplätzen hin, respektiv informieren, wer den da ka besser man. Bei mehr als den Guy Holscher vun dem Service, nur du grad Tour vom Haus hei gemacht, wat er sich dann hei opgefallen? Ja, mal für dich, das mir opgefallen, hei die Fensteren, Kellerfensteren, da sind zwei Giller dabei. Erstens sind sie nicht gesichert mit Ketten oder wenn sie gesichert werden, just mit den kleinen Schrauben am Plastik, was nicht gut ist. Und natürlich die Fenster da, da können natürlich auch Liter durch. Der andere Teil bei den Fenstern da, auch wenn ich meine, der Teil wie vier auf der Straße, ne, die Fenster wurde abgekippt. Und das ist eine Anleitung für den Abbrecher, für den ranzugehen, an ein gekippte Fenster, das ist ein Oppenfenster. Auch wenn er da einen Griff drin hat, den ich aufschließen kann, das Ding alles nicht, dort ist ein Oppenfenster für uns. Bekannte Schwerplätze sind natürlich Tieren nach Fensteren. Hier ist ein Beispiel von einer relativ neuen, die was sind eher Bemerkungen dazu? Ja, die Tier ist relativ gut. Der hat hier den Zylinder, wie ihn gut geschützt ist. An drei Punkten Verriegelung war tipptopp für Tier. Natürlich, ein Ketten ist immer nicht so stark wie das schwerste Glied, aber wenn ich ein Fenster abkippe und ein Fenster sind eigentlich schon ein gutes Tier, dann denkt man die auch nicht. Aber die Tier hier ist gut. Was das generell zu der, auch zu der Füllung zu so respektive zu dem Glas, was dran ist? Ja, wenn rundherum das hält, ne, das Schloss, den Zylinder hält, der Verschluss hält, dann ist auch Glas wichtig und das soll ein Verbundsicherheitsglas sein, was heute verlässt und dann ist gut. Was das los zu dem heutigen Tipp für Fenster zu sehen? Ja, da gucken wir mal für dich, der Fisch bei der Fenster, das ist immer der Beschlag. Das ist nicht das Fenster, das Glas selber mit dem Beschlag. Und hier sieht man, hier einfach Holz habe, und du da die kleinen Halterungen, die Beschlag da und der Spritzguss und das hält nicht. Wenn du den Ton dazwischen kannst, für abzubrechen, entweder schwappen die Holzhäppe einfach da rüber oder das bricht einfach raus. Also der Beschlag ist das Wichtigste. Und hier ist an 10 Sekunden das da. Da sind wir hier im Haus, da sind Gittern für in der Fenster. Ist das dann nur eine gute Lösung? Ja, Gitter wie eine gute Lösung. Ne? Du siehst, die Gitter sind viel zu viel weit aus denen. Da bricht nicht das Fenster rüber, dann kann ich einen Kanter durchstrecken. Also Gitter tut nicht. Das tut dann kein gutes Gitter. Ich muss nur aufpassen, wenn ich ein Gitter mache und ich die anderen Fenster noch vergitte, dann sehe ich die anderen Fenster nicht. Also es tut keinen Wert, wenn ich nur ein Fenster vergittere und der Rest ist nicht dementsprechend. Das meint ihr, wenn ihr Trolle den Ruf lässt, dann hast du einen zusätzlichen Schutz. Das ist aber nicht so, so dir. Nee, Trolle, die waren Plastiktrolle, die sind, die keine Schichten rausgezogen, ich kenne sie durchgeschnitten, ich kenne sie rausgerabt. Gut als ausgeschäumten Aluminiumsrolle oder Vollaluminiumsrolle, die müssen aber auch gegen Doppier werden geschützt sein. Ob das manuell ist oder elektrisch, das spielt keine Rolle. Weil sie müssen gegen Doppier geschützt sein. Hey, mein Kellerfenster, du hast ja schon mal immerhin einen Schlüssel drauf. Nützt der Deppe, dass der den zusätzlichen Sicherheit? Ja, der Schlüssel, nur spürbar Griff, den nützt der Deppe. Du tust, wenn ich Glas habe, Futti schlagen. Und dann, wenn der Griff aufgesperrt ist, natürlich, dann nützt der Deppe, da kann ich nicht, das Fenster nicht ab. Natürlich muss ich den Schlüssel aber auch aufholen und dann irgendwie auf Zeit hängen, nicht, dass der einfach drauf ist. Wir müssen wissen, dass der nur spürbar Griff, den versteckt rundherum den Beschlag nicht. Die Leute merken immer, da machen wir einen aufsperrbaren Griff drauf und dann ist das Fenster gut, da können sie nicht abgebracht. Das ist falsch. Also wenn der Griff zugesperrt ist, der Schlüssel rauf, wenn ein Glas Futter schlägt, dann kriege ich den Griff eben nicht ab. Respektive, wenn ein Loch der Strom vorbei ist, man denkt, hier will ihn abmachen, da kriege ich ihn noch nicht ab. Natürlich soll der Schlüssel immer auf der Seite sein. Guck mal, ist die Fenster vielleicht verbunden nun, wie sie da gesichert ist? Ja, guck mal das. Bei hier sind wir hier, hier haben wir Pilzkap. Ne? Weil, da haben wir hier den Pilzkap und das Fenster, hier haben wir auch den Pilzkap. Ne? Aber wenn die Fenster zugeht, dann ist der Pilzkap, den krempt sich da hinten drin, respektive da hinten drin. Ne? Und das hält die Fenster zusammen. Und das soll aber rundherum Fenster sehen und nicht wie hier, just da, just da, just da eben. Ne? Das soll schon
ganz rundherum sind. Natürlich kann das auch ähnlich der selbst gesehen. Von einem anderen Fensterhersteller kann das auch ähnlich der selbst gesehen. Das muss doch nicht so runde Pilzkap sein, das kann auch feierreckig sein, erdeckig oder sogar längelzig. Loh, für generelle Fazit, wie geht es dir bei euch ausfallen? Ja, der hat verschiedene Sachen, die sind gut. Der Fischteer ist zum Beispiel ganz gut. Der hat auch Verbundsicherheitsglas an ihren Fenstern mit dem Beschlag rundherum. Der hat zum Teil Pilzkap, was aber nicht durchgeht. Am größten Fazit gibt es so, der misst aber nur rüsten mit einem Alarmanlach. Für eine weitere Möglichkeit geht es nach, für ein Haus mit sicher zu machen? Ja, außer mechanische Aufsicherung oder ein elektronisch mit Alarmanlach geht es leider nicht. Ne? Luten, das wäre eine falsche Aufsicherung. Das hilft doch, das verhindert nicht den Abbruch. Luten und Lach von Abbruch geht Luten auch nicht. Ne? Also das wäre wirklich das Einzige, was das Kind machen kann.